Der Kariesdetektor ist eine Flüssigkeit, die zuverlässig und deutlich kariös infizierte Zahnhartsubstanz anfärbt. Im Bild sehen Sie die chemische Lösung im blauen Behälter, zusammen mit einem einmal verwendbaren Applikationspinsel. Mit Hilfe des Kariesdetektors weiß der Zahnarzt, wie viel er noch vom Zahn entfernen muss. Es soll immer nur so wenig wie möglich von der gesunden Zahnhartsubstanz entfernt werden. Karies gehört aber immer zur Gänze entfernt. Sonst ist ein Wiederaufflammen Ihrer Zahnbeschwerden gewiss. Im Film sehen Sie einen Patienten, bei dem die alten Füllungen bereits entfernt wurden. Mit dem Kariesdetektor wird nun überprüft, ob noch Karies vorhanden ist. Hierfür wird die Lösung auf den Zahn gepinselt und kurze Zeit belassen. Überall, wo nach der Wasserspülung noch eingefärbte Bereiche sind, ist Karies, welches entfernt werden muss. Erst dann sollte eine neue Füllung gelegt werden.